Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, hat eine tolle Auswirkung. Und diese 30-jährige Erfahrung möchte ich Unternehmen weitergeben und zeigen, dass es wirklich zu einer Win-Win-Win-Situation kommt. Es ist nicht ein soziales Projekt, sondern es hat eine wirtschaftliche Kraft. Trumpf ist ein weltweit agierendes Maschinenbauunternehmen. Die Lehrlingsausbildung hat bei uns lange Tradition. Als Innovationsgeber der standardisierten Teilqualifizierung kümmern wir uns besonders um benachteiligte Jugendliche. Bei Trumpf befinden sich über 50 Lehrlinge in Ausbildung. Davon sind 15 Lehrlinge in einer integrativen Ausbildung. Speziell Jugendliche mit Beeinträchtigungen, die es schwer haben, am Arbeitsmarkt einen Ausbildungsplatz zu finden, das liegt uns sehr am Herzen und deswegen ermöglichen wir ihnen diese Chance. Wir arbeiten hier gemeinsam daran, die richtigen Menschen an die richtigen Arbeitsplätze zu bringen, nützen dazu eine neue Ausbildungsform, die es nur in Oberösterreich gibt, nämlich die standardisierte Teilqualifikation in der Metalltechnik. Trumpf ist meine Traumfirma, weil ich liebe Maschinen. Ich finde Maschinen interessant und ich schaue sogar auf YouTube einfach Videos von Maschinen an. Bei Trumpf gefällt mir, dass die Arbeit sehr vielfältig ist, nicht immer das Gleiche ist, dass die Mitarbeiter sehr angenehm sind und alles perfekt passt. Mit den integrativen Lehrlingen habe ich eine sehr gute Erfahrung. Sie brauchen zwar ein bisschen Zeit, damit sie reinkommen in die Arbeit, aber wenn sie das geschafft haben, sind sehr gute Arbeiter. Die Abteilung Ausbildung der KAIDAS für Menschen mit Behinderungen begleitet 300 Jugendliche und jungen Erwachsene auf ihren Weg in den ersten Arbeitsmarkt. Damit diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbstbestimmt leben können, braucht es engagierte Firmen. Die Firma Trumpf ist so eine engagierte Firma. Um die richtigen Menschen an die richtigen Arbeitsplätze zu bringen, nutzen wir hier die Methode der Arbeitsplatzanalyse. Dabei werden zum Beispiel Jobs gestrippt, also in Streifen geschnitten, um die Arbeit an die Menschen anzupassen. Einmal in der Woche werde ich von Herrn Hill besucht, von Industrieprojekt, und wir planen für die Zukunft und für die Berufsschule. Mit den Ausbildern hat man eine sehr enge Verbindung, weil zum Beispiel, wenn Probleme auftreten, dann klärt man die Probleme gemeinsam. Oder für halt Wünsche haben sie auch immer ein offenes Ohr für mich. Mut und Zuversicht seitens der Betriebe könnten dazu beitragen, neue Wege für Jugendliche in das Berufsleben zu ebnen. Ich habe das zweijährige Ausbildungsprogramm Metall mit gutem Erfolg abgeschlossen und arbeite jetzt hier in der Vormontage. Habt ihr Mut dafür, und wenn ihr das schafft, dann könnt ihr stolz auf euch sein. Weil ein Beruf zu haben ist super. Unternehmen, die Menschen mit Behinderung beschäftigen, genießen einen besonders hohen Sympathiewert. Ihre Mitarbeiterinnen identifizieren sich in einem hohen Ausmaß mit ihrem Unternehmen. Und zudem gelingt es, eine neue Gruppe von Kundinnen anzusprechen. Unsere Arbeitswelt befindet sich gerade in einem großen Umbruch. Nutzen wir jetzt die Chance, die Stärkung von Menschen mit Behinderungen in Unternehmen sinnstiftend für alle einzusetzen.